In diesem Video haben ein Freund und ich uns selber als PDler ausgegeben und richtige Scheiße gebaut. Das Witzigste dabei war, dass uns die Polizisten geglaubt haben und uns sogar Sachen gegeben haben. Nee, sie müssen noch Haftstrafen angeben. Grüß Gott. Danke Ihnen. Die wissen aber, wenn sie die Munition hinzufügen wollen, dann müssen sie... Ja, ich hab's bekommen. Ach so Scheiße, warum funktioniert das so gut? Lass ein Like und ein Abo da. Also als erstes müssen wir uns als Polizisten kleiden. Okay, okay, machen wir. Ich fahr mal zum T-Shirt-Laden. Mach mal, nimm mal den hier vorne, oder? Ja, machen wir. I might come back to life, the look in your eye. Jawohl. Welches ist das? Torso, bei Torso 1, Nummer 18. Perfekt. Welche Arme hast du? Arme, geh mal einfach durch. Perfekt. Schuhe? Handschuhe hast du auch. Schuhe mach irgendwas ordentliches und ja. Schnorren wir uns jetzt. Warte, ich steig vorne ein. Wir werden jetzt zu einer Schießerei hingehen und wenn vielleicht sein Polizei oder die Polizisten vergessen bei einer Schießerei immer das abzuschließen. Ey, was soll das? Was soll das? Du willst du einen Punkt in Flensburg haben? Nee, wieso? Ja, dann mach dich ab. Piss dich. Oder obwohl, wir müssen erstmal eine Schießerei finden, weil wenn wir zum PD. Oha, Digga, was ist das? Boah, Willy. Hast du Kopfschmerzen? Ist hier irgendein Auto, das wir vielleicht ausleihen können? Jetzt sehe ich wieder alle. Ausleihen. Da ist jemand drin. Da ist ein. Ja? Was passiert? Was ist? Ich bin hier aufwacht. Okay, cool. Tschüss. Was machst du hier am PD, Digga? Du darfst da nicht rein. Ja, ich bin aufgewacht hier, keine Ahnung. Ja, dann bleib da einfach. Der Arme kommt da nicht mehr raus, komm. Ach, Digga, ein Hubschrauber wäre auch nice, ne? Das wäre noch sinnvoller. Dann könnten wir überall auf Straßen landen. Allgemeine Verkehrskontrolle. Das sind PDs. Okay, ab. Das ist ein PDler. Ja. Sollen wir aussteigen? Ja. Warte, aber erstmal gut. Warte, nicht aufsteigen, nee. Dann möchte ich aber auch... Kollegen, kommt ihr klar? Habt ihr rein zufällig... Seid ihr gerade zivil unterwegs? Den Nachnamen von euren... Von euren Vorgesetzten. Machen wir. Der dachte ehrlich, dass wir... Er dachte wirklich, dass wir Polizisten sind. Sind sie zivil unterwegs? Okay, das heißt... Die Polizisten, die glauben uns. Das heißt, wir kommen glaubwürdig rüber. Das ist schon mal was sehr Großes. Warte. Lass mal zum Friseur, Digga. Warum? Deine Haare stehen dir. Nein, ich mach die Haare anders, Digga. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mich an, ich sehe wie ein Opa aus, Mann. Ja, passiert. Das ist das wie ein richtiger Polizist. Ja, so ein richtiger Donut-Lord, ne? Ja, richtig. Oh, Digga. So einer, der was so ein Hauptbild davon so Anime-Mädchen in sein Zimmer hat und darauf Jacks, Digga. Ist ein Kollege! Ja? Kommst du klar? Achso. Nee, die bedrohen mich. Was ist denn hier, Alter? Wo? Okay, das ich glaube, das ist keine... einer von der Gang. Ja. Er sah nur so aus. Hier? Ja, eins zurück, ja, hier. Digga, das sieht so behindert aus. Ich will... Bleib du lieber im Auto, oder? Ja, bevor es jemand klaut. Ja. Digga, optimal einfach. Optimal! Einfach Polizei. Einfach die Polizei. Wie sind sie? So, warten wir mal. Ah, perfekt. Oh, Maschallah, Junge. Wie siehst du denn? Guck mal, deine Seiten, ja? Die Seiten, ja. Oh. Junge, komm. Willst du fahren? Ach du Scheiße. Willst du fahren? 33 Liter. Ja, wir brauchen echt bald ein neues Auto. Willst du tanken gehen? Eher Auto wechseln. Aber der Wagen ist schon. Ja, aber der ist. Nee, ist er nicht. Ah ja, der ist gar nicht schneller, Bro. Der BMW eben gerade war 1000-mal schneller. Ja. Obwohl das Auto eigentlich in Real Life schneller ist. Ja, eigentlich schon, ja. Halten wir mal Ausschau nach einem guten Auto. Wo? Da links, die von vorher. Junge, lass weg, Junge, die werden wir schon. Ey, der zeigt auf uns! Das umdrehen einfach. Warte, lass mal nochmal zum PD, lass mal schauen. Das Ding ist eigentlich gut, ne? Benzin, Oh, da ist unser Auto. Fahr hinterher, das ziehen wir ab. Bitte kriegen wir ihn.
rechts rein, rechts rein. Oh, das wäre es jetzt, wenn wir dieses Auto kriegen. Oh, der McLaren ist so langsam, Alter. Bau, bau, bau. Bitte Staatsbank. Links, 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 Staatsbank. Perfekt. Wir nehmen ihm das Auto ab. Wir nehmen ihm das Auto ab. Fahr zur Staatsbank. Wir sind Polizisten. Wir dürfen hören. Und warte, was für ein. Was für Nummer haben wir? Ich bin Nummer 70, du bist 71. Okay, okay. Oh. Geguckt haben, er hat noch rüber geguckt. Oh, hinter uns? Ne, gut. Wir sind for free. Wir sind free. Wir sind einfach frei. Oh, warte, lass mal bei. Anhalten, anhalten. Andrex! John Eli, wie du das denn? So, allgemeine Verkehrskontrolle einmal, bitte Fahrzeug, Führerschein. Das ist wir haben es nicht mal repariert. Einmal bitte Führerschein zeigen. Egal was. Den Fahrer hallo. Bitte. Hallo? Den. Ich höre diese Kurs, ich höre die nicht. Nein. Hallo. Aber den Führerschein. Lass sie, das Batman. Hallo. Ja, die sind cool. Die kenne ich, die haben mir geholfen. Okay, hast recht. Oh, tut mir leid. Alter, dass das jetzt geklappt hat, ne? Der hat uns auch, der hat nichts gemerkt, ja. Warte, so. Eine Waffe, hast du Geld? Nee, ja, 45.000, wir könntest eine Waffe holen. Wir können uns schon. Wie Geld hast du? 19.000, auf der Bank habe ich noch ein bisschen. 19.000 hast du hier dabei? Ja. Auf der Bank habe ich 50. So. So, aber wenn wir auch eine Waffe holen, dann ein bisschen, du weißt, bum bum. Ja. Und blaudicht. Ja, perfekt. Ich habe 48,5 ausgezahlt. Hat fast kein Dings mehr, fast kein Tank. Oh! Egal, ja. Warte, lass ich mal kurz auftanken. Ich mache immer 60, also ist die Idee. Okay. Das spart schon ein bisschen, der Wagen, ja? Oh, ich will nicht das Auto despawnen, wenn wir rausgehen. Ja, du musst. Oh, scheiße. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus, ist das die Auto? Ja, nee, an sich nicht, das gehört einem Freund, ich bin mit dem nur schnell zum Abschlepp hochgefahren. Okay, dann glaube ich Ihnen das mal. Schönen Tag noch. Ja, du merkst dann so ein bisschen an der Farbe, glaube ich, in meiner Farbe. Ja. Ah, immer dieses Aussteigen. Und, was machen Sie so beruflich? Oh, Mandarinen, ich liebe Mandarinen. Auch. Aber derzeit gab es nur Tabak dabei, also ich kann Ihnen nur Tabak verkaufen, wenn Sie wollen. Nein, passt schon. Warte mal. Ey, lass mal gleich eine legale Route machen. Steig Henry. Aussteigen. Ja, okay. Sie sind Polizei. Ja. Sind Sie schon Chief oder wie das heißt? Ich bin Sergeant. Sergeant, ja. Ja, auch. Und der andere? Er auch. Ich auch. Lass mal gleich das Hasch verkaufen dann. Ah, Mandarinenverkäufer also. Ja, Mandarinen verkaufen, meine ich ja. Okay. Ist fertig? Nö. Dauert noch ein bisschen. Ja, komm, brech mal ab, das reicht, das langt, glaube ich. Ich meine, wir müssen, dass wir die Route jetzt abfahren, verkaufen. Ja. Da müssen wir noch das Dings der Geld waschen und dann. Das ging. Die wollen Geld waschen? Ja, in der Waschmaschine. Ah, alles gut, nee, ich wollte nur so fangen. Okay, gut, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, ne? Guten Tag noch. Hau rein. Ach du Scheiße, das ist so witzig. Ich weiß. Hey, ich hab nur. Wie der das abkauft, ja? Ja. Okay. Hast du Geld dabei? Ja. Ey, ich hab nur 13 Liter. Oh mein Gott, du musstest als erst einsteigen, glaube ich. Na warte, bei mir steht 50 Liter. Okay, warte, dann fährst du gleich, okay? Weil dann kann ich auch besser ziehen, wahrscheinlich. Oder vielleicht, wenn du jetzt aussteigst und dann nochmal einsteigen, probier mal. Nee, 13. Bei mir steht 50, ja, okay. Okay, dann lass kaufen. Okay, warte, ich geb dir mein Geld. Und dann kaufe ich mir eine Waffe und dann kannst du schon mal reinsetzen, dass das keiner klaut. Dann haben wir eine Waffe. Dann sind wir richtige Cops. Das wird witzig. Ja, danke. So. Fuck! Kleines Problem. Die Waffe kostet 75.
500, oh scheiße. Und wir haben nur 72. Scheiße. Was machen wir? Ich hab 40 Äpfel dabei. Lass sie verkaufen. Okay, da gehen wir aber nicht hin. Ja. Ey, lass sie mal fragen. Was wird das? Nichts. Bruder, ey, ich vergesse, wenn du mir 3k gibst, ey, Bruder, wenn du mir 3k gibst, ist die Sache vergessen. Okay, passt, check aus. Ey, Mama. Schuf. Welchen Muskel? Keine Ahnung, gib mir einfach 3k, Mann. Super. F2 Muskel. F2, ja. Ja, danke. Nee, müssen sie nicht. Geh mal weg, ja, genau. Reicht das? Da, ich hab nicht mehr. Ah, Mann, ich brauche noch ganz genau 70 Dollar. Ich meine 80. Er hat 70 Dollar. 80, 80. 80 Dollar. Ja, komm, jetzt gib mir einfach. Aber dafür überfährt ihr uns nicht, ne? Nein, nein. Nein, nein, passt schon. Die Sache ist gegessen, sagen wir mal. Die Sache ist wirklich gegessen. Passt, passt. So kommt man an Geld. Warum ist er in unserem Auto? Aussteigen. Aussteigen. Nein, aussteigen. Ich darf nicht mit. Wir fahren sofort aussteigen. So, okay. Dass wir dürfen keine Zivilleute mitfahren. Dann bringen wir sie ins Gefängnis hier. Aha, okay. Ja, mach ich jetzt. Gut, fahr los. Das Problem ist, wir brauchen eine Waffenlizenz und die können wir nur beim PD holen. Ich hab eine Waffenlizenz. Du hast eine? Ja. Oh, perfekt, dann hier gebe ich dir das Geld. Komm. Hier, nimm dir so. Genau 57.000. Ja, so kommt man an Geld. Ja. Hast du sie? Ja. Zeig mal. Warte. Schieß dir mal da oben, der ich rauskommt, ab. Was soll ich machen? Ist da jemand drinne? Ja, da sind drei Leute drin. Boah, dann gehen wir lieber. Ey, warte, das Problem ist, wir haben nicht viel Schuss. Wie viel? Sollen wir den abschießen? Nein, nein, nein. Stehen bleiben. Was, hat er uns beleidigt? Junge, ich hab dich nicht beleidigt. Ich hab dich nicht beleidigt, Mann. Ey, noch eine Warnung. Dann kommst du ins Gefängnis. Wegen Wir sind jetzt richtige Polizisten. Das darfst du nicht vergessen. Oh, das ist ein Polizist. Egal, lass aussteigen. Warum? Okay. Komm, komm, ich geh hin. Es ist dann noch so, dass ich ihn laut dem Strafkatalog eine 20.000 Euro Bußgeld ausgeben muss. Kommen Sie klar, Kollege? Ja, ich komm klar, ich hab den hier angehalten. Oh, ah, kurze Frage. Ich habe hier einmal einen Verkehrstipp, der zu fahren ohne Fahrerlaubnis und einmal... Ohne Fahrerlaubnis? Ja, ja, dann habe ich ihm so eine Strafe von 1.500 gegeben. Ja. Und einmal Fahrzeugdiebstahl. Wegen Fahrzeugdiebstahl muss ich ihn ja sowieso ins SSG bringen. Genau. Aber dann, wenn jetzt der Fahrzeugdieber nicht wäre, hat er ja 0 Hafteinstrafen. Also 0 Haftstrafen, sondern nur 20.000 Bußgeld. Kann ich dann beim SSG 0 Haftstrafe und 20.000 Bußgeld angeben, oder? Nee, sie müssen schon Haftstrafen angeben. Okay, weil, wie mache ich das dann mit den 20.000 Bußgeld? Sonst ohne Haftstrafe. Das geben sie per Rechnung eigentlich ab. Wie mache ich das denn? Dafür wissen sie das nicht. Nee, das wurde mir nie gesagt. Also sie geben einmal in den Bußgeldkatalog. Fahren Sie mal bitte ihm zum PD. Wir treffen uns da gleich, okay? Okay. Fahren Sie ihn da mal rein. Dann machen wir das da. Steigen Sie einmal bei mir bitte ins Fahrzeug an. Scheiße. Fahr nicht zum PD. Fahr rechts. Und dann halt ab, weg. du bist Fahrer, ne? 30 Schuss, da kann man 30 Headshots verteilen. Ja, 30 Headshots. Vielleicht mal ein paar daneben, aber dann geht's ja. So. Das Problem ist jetzt, unser Tank ist vielleicht bald wieder leer. Alles gut, wir holen uns Geld. Also wir gucken, ob Leute, welche Leute, wenn Leute wieder halt so überfahren, dann sagen wir, ey, 3000. Und dann? Ja, nein, lass sagen, so, das wäre eigentlich eine Hafteinstrafe, aber machen wir 5000 und die Sache ist gegessen hier. Ja, das machen wir. Warte, sollen wir ihn wegen Provokation anhalten? Einmal rechts ranfallen, bitte. Einmal rechts ran. So. Mach die Sirene aus. Sirene aus. Sag mal. Hallo. Lass mal wegfahren. Boah, was war das? Hab doch gesagt, ich verteile Headshot. Das war, ja, war's. Aber er hat doch ein Auto geklaut. Er hat ein Auto geklaut und er hat meine Anweisung nicht befolgt. Was soll die Scheiße? Ah, Digga. Ja, was soll die Scheiße? Wer hat dich gefickt, ja? Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Jemand hat mein Handy gefickt. Ey, du Hundesohn.
Ihr Bam, Digga. Das Auto ist. Das Heck ist irgendwie unsichtbar bei mir. Ja, bei mir auch. Mach mal E, drück mal E. Okay, egal. Funktioniert doch. Sieht geil aus. Mach das nicht. Mach das nur nicht zu dolle kaputt. Ja, ja. Hast du den Headshot gerade gesehen? Ja. Boah, der war sauber. Ach ja. Oh. Ja, danke, Mann. Ich mach. Kollegen, wie geht's? Gut, und mein... hey, Waffe weg hier, ne? Sonst muss ich meine auch hier auspacken, ne? Also. Alles. Mir ist gerade im Schnitt aufgefallen, dass der Typ in Rot einfach im letzten Video drin war und ich ihn da auch richtig abgefuckt habe. Das ist schon besser. Nee. Hier oh, der kleine Typ da von eben, Digga. V-Bucks! V-Bucks! Alles gut, V-Bucks? Hallo! Ey, kenn ich sie irgendwoher? Wen? Rot oder weiß? Ja, den lass mal weg! Lass mal weg! Du bist doch ein Polizei, mein Auto da! Nein, das Auto ist langsam! Lass rennen wir doch, das schnell! Was ist los mit dir? Warum klaust du mein Auto, wenn du bei der Polizei bist, Digga? Hä? Tut mir leid, Mann! Das macht man nicht, ey, runter vom Motorrad! Runter vom Motorrad! Warum das denn? Ey, jetzt komm einfach wieder! Ey, kein Stress! Einmal weiter! Was tankt man? Tankst du? 95! So. Digga, der hat auch gesagt, was klaust du mein Auto, wenn du Kopf bist? Wir werden hier schon nicht verlieren. Ey, lass doch einfach einen Pilila-Kollegen sagen, ob er uns Schuss geben kann. Ja. Weil die können doch umsonst Munition kaufen, oder nicht? Ja, die bekommen die. Ja, dann lass doch einfach fragen. Hier kann man runterfahren, warte mal. Ja, aber ich weiß, das ist aber fake. Ja? Ja, guck doch mal. Oh. Fahrer runter. Warte mal, probier mal reinzugehen. Grüß Gott. Servus. Kollege, der ja. Muskel hängt drin. Können Sie mir vielleicht Schuss geben? Der Muskel hängt. Schuss. Ja. Soll ich Ihnen den Schuss, okay. Nee, ich meine Munition. Also soll ich jetzt Munition geben? Ja, der Muskel klemmt bei mir. Danke Ihnen. Die wissen aber, wenn Sie die Munition hinzufügen wollen, dann müssen Sie die Waffe draus haben. Ja, na klar. Danke. Sehr gut. Ja, ich hab's bekommen. Ach du Scheiße, warum funktioniert das so gut? 5 Munition. Okay, warte. Steig schnell aus. Munition. Mach das. Ja, mach ich. Waffe raus, mir ist das schon so oft passiert, dass Munition einfach weg war. Was soll ich machen? Waffe raus? Du hast erfolgreich Munition benutzt. 50 mach. Schuss. Mach mehr, benutze mehr. Lass ihn nochmal fragen. 110 Schuss. Ja, passt. 190 passt, glaube ich. Das hat geklappt. Ja. Aber ich find's besser, dass wir irgendwie Munition haben. Warte, soll man den fragen? Ey, Bruder? Entschuldigung, Bruder. Ja. Wie kostet Munition nochmal am Dings da? Ammunition? Ey, kein böses Blut, wirklich. Kein böses Blut. Ich will nur fragen, wie kostet Munition beim Ammunition nochmal? Keine Ahnung, Digga. Bruder, ich mach die Sonderpreis. Was willst du? Sonderpreis, 10.000 für Munition, ein Munitionpäckchen. Kleines. Ne, passt, danke. Ich hab Kopfschmerzen. Okay, wie du willst. Mach mal Sirene komplett an. Wow. Bruder! Einmal weg dran. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Frage. Ja? Wie kostet nochmal ein kleines Munitionpäckchen bei Ammunition? Boah, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich bin heute neu hier. Du bist heute neu? Also hast du keine Waffe? Stadt. Sag mal, ich hasse ne Waffe. Wir sind korrupt. Nein, hab ich nicht. Schade. Okay. Gut. Geben Sie mal hier 5.000 Dollar hier. Ja. Geben Sie mal 5.000 Dollar hier. Geld. Dann verschwinden. Ja, Sie sind falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren? Ja. Sie sind Geisterfahrer gewesen. Fahren wir zum Medic? Steig bei mir hier. Hier. Idiot. Ja, fahren wir zum Medic? Ja. Steig auf der anderen Seite ein, Mann. Steig ein. Darf ich auch einsteigen? Nein. Wie nein? Natürlich darf er einsteigen. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Jetzt hier nicht frech. Hallöchen. Hallo? Ich sag's so, wie es ist, Alter. Es war eine Nummer zu viel eben gerade, Alter. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Vergesst auf keinen Fall ein Like dazulassen. Das Video hat mich echt sehr viel Arbeit gekostet. Wenn ihr auch einer aus meiner Sorte seid, dann sehen wir uns im nächsten Video.